Gut, aber ich glaube, ich schließe jetzt erstmal dann jetzt hier noch die Drehgeschichten an, dass wir zumindest mal dann auf den Spots über noch Spannung haben. Dass wir hier das beenden. Ach, ich habe es gar nicht aufgezeichnet, ich steppe. Ich habe ja gar nicht aufgezeichnet, ich steppe. Nicht so schlimm. So. Ah, okay, die mal aktualisieren sich, gut. Also müssen wir erstmal gerade, jetzt gehen wir erstmal dann, versorgen wir erstmal hier die Dinger mit dem Tribus und so Zeug, also mit 24 0 Volt und so weiter. So. Dann bauen wir uns erstmal hier ein paar Brüggis. So, wird langsam dunkel hier. So, dann machen wir es gerade mal hier. So, eine Brücke, zwei Brücken, dann eine kurze. Und hinten brauchen wir wieder eine lange. Wenn wir die schon mal drin hätten. So, und zwar sind jetzt hier die Hülsen. Und zwar, die habe ich trapezmäßig gepresst. Und zwar habe ich hier von Phoenix ja diese Zange hier, die Trapeze pressen kann für diese Phoenix Grim Fox, wie heißt der, Grim Fox 6. Damit ich hier die sauber die Duo-Hülsen reinkriege. Ist das zu lang? Und zwar am idealsten nicht mit Seitenschneiders oder mit der Kabelschere, sondern hier mit diesem Messer, was an so einer an so einer an so einer Abisolierzange dran ist. Damit kann man die nämlich exakt gerade abschneiden. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich irgendwie unter Spannung kommt. Dann nehme ich das ganze Zeug mal in den Mund. Und dann kann man das nämlich hier ganz schön reinmachen, ohne dass es hakt. So, hier genau das Gläusel. Muss man gerade mal hier mal einen Dreher rausmachen. So. Ja. Wieder eine weitere Einspeiseplatine hier mittendrin. Wer die Platine noch nicht kennt, aber die meisten Videos kommen sehr vor, das sind ja die LOX Cut Platinen. So, dann hier, so heißt, wir brauchen noch eine Brücke nach der letzten Platine. Und hier noch ein Hülschen. So, wenn man Seitenschneider die zusammendrückt, da ist immer das Problem, also abschneidet mit Seitenschneider oder mit der Kabelschere oder sowas, dass man jetzt so eine scharfe Kante abschneidet, da gibt es einen leichten Wulst vorne. Und wenn der leichte Wulst vorne dran ist, dann lassen die sich ganz schlecht da reinschieben. Deshalb immer mit so einer Schere schneiden, die schneidet exakt gerade ab. Ne? An so einer Zange. Ich habe hier die Reihe hier oben, die ist über ein separates Netzteil wie auch unten die. So. So, hier von der Klemme ist es ja so, 24 Volt, 0 Volt, Tri, darunter wäre dann KNX und One Wire. Kann man sich auch frei belegen, aber so ist so die Reihenfolge, dass man damit ganz gut klarkommt. So, und das schließen wir jetzt noch hier unten auf unseren Verteilerblock an. Thank you.
Das haben wir am nächsten Morgen, habe ich gerade gesehen, ich habe ja gerade schon mal einen Teil wieder RGBW-Zeug aufgelegt. Ich habe auch die restlichen Kabel mal früher noch schnell aufgelegt, die von oben kommen. Was hier hinten noch fehlt, das ist, was jetzt hier im Kellergeschoss noch reinkommt. Bei den RGBWs, wie ihr es seht, das sind ja alles RGBW-Kreise. Der graue ist der gemeinsame gedimmte, also quasi 24 Volt plus in dem Fall. Und dann die vier lilanen sind die vier DIMM-Kreise. Da lege ich mir immer so ein komplettes Bündel ab, geht am schnellsten. Hülsen drauf, Stecker drauf, oben dran, zack, unten drauf. Dann kann man so einen Schrank sehr schnell verdrahten. Oh, leer. Nächste Kiste leer. Da gehen mal ratzfatz ein paar hundert Meter drauf. So, und dann machen wir hier einen Stecker ab. Ne? Warum mache ich zuerst den Stecker drauf und dann erst oben? Hat eigentlich folgende Bewandtnis. Wie ihr seht, hier ist auf dem Schrank schon Strom. Ne? Und wenn wir es jetzt, wenn ich da oben ankleben würde, mir würde so ein Draht hier mal in so einen Sicherungsautomat reinsegeln, dann ist das Treib im Arsch. Der ist einmal kurz ganz hell. Und deshalb mache ich das ja, dass ich erst den Stecker drauf mache. So, dann nehmen wir erst den gemeinsamen. So, die 1. Und dann klemme ich das ja generell rückwärts. Das heißt, die 2 ist nicht R, sondern die 2 ist bei mir W. Wie das hier oben mit dem Stecker auch ist. Das ist ja von hier aus gezählt, R, G, B, W. Die 2 ist bei mir dann immer W. Ich zähle dann generell rückwärts, dann komme ich ja durcheinander. Dann hänge ich den Stecker mir jetzt immer hier so rein. Kann nichts passieren. Das heißt, wenn das hier das Kabel ist, irgendwo hier rein, boom, passiert nichts, weil da oben ist ja der Stecker drauf. Dann halt eben bei dem Kabel dann auch danach bei dem 7A, da ist das erzähle ich dann auch immer rückwärts beim Anschließen. Das heißt, 1 ist Plus, 2 ist dann der Weiße und so weiter rückwärts bis zur Nummer 5. Ihr könnt ja auch sehen, hier habe ich die Stecker abgezogen von diese kleinen Schwago-Steckdinger, die habe ich hier rausgezogen bei dem Tribus. Hier hinten habe ich ausgebaut und dann haben wir bei uns im Shop ja dann die passenden Stecker hier, um das zu adaptieren, wieder auf flexible Kabel, genauso hier auch die Stecker abgesteckt und hier passen auch die Stecker drauf, die haben wir im Shop drin. Und da kann man eben schon mit flexiblen Leitungen drauf gehen, weil mittlerweile ist das ja geändert worden, überall diese Steckdinger und so klappt es viel einfacher. Und ich kann mit flexiblen Adern hier auch auf die Platinen und alles springen. Aber ich kann nur sagen, ich baue lieber einen neuen Schrank, als sag ich mal, alte Sachen sanieren. Das ist so. Wo man wieder Sachen raussuchen muss, das ist ein neuer Schrank schon einfacher. Hier muss man ja gucken, wie war es vorher, wie wird es nachher. Ich
habe schon wieder ein paar Sachen geändert, wie ihr seht im Schrankaufbau. Auch den Schrank gegenüber den kleinen gibt es ja nicht mehr. Sondern ein Teil hier wieder hier drin, ein Teil ist nebendran. Mal alles ein bisschen geändert. Es wiederholt sich alles mal ein bisschen. Aber es gleich mal geht es wieder gleich, wo es wieder exotischer wird. Wir die Stripes durch haben hier oben. Und unten noch ein bisschen, 24 Volt. Ja, mal erstmal gleich die Dimmer versorgen und sowas. Gehen wir gleich schon mal drauf ein. So, und zwar müssen wir jetzt die Dimmer hier, und zwar, ich muss gerade gucken, in diese Schaltplaning sind mehrere Dimmer, und zwar 1, 2, 3, auf jeden Fall schon mal die vier Dimmer werden, kommen jetzt vom Netzteil, und zwar habe ich ja hier in den Schrank, da oben und ganz oben, Durchbrüche reingeschnitten in die Rückseite in der Montageplatte, im Kanal und auch in der Schrankrückwand und auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe. Das zeige ich euch gleich mal. Und dann machen wir jetzt hier ein Hülschen drauf. Eine Verhülsung. So, und stecken das jetzt hier durch das Loch durch und kommen da drüben auf der anderen Seite dann raus. Das zeige ich euch gerade mal. So, und ihr seht, hier kommt es raus. Hier hängen noch die ganzen Kabel für den Musikserver, die teilweise auch zu kurz sind, die wir noch verlängern müssen, aber es ist gerade nicht relevant. Wir machen hier erstmal, brauchen mehr Licht, so, das müssen wir ein bisschen mehr abwickeln noch. So, und dann schließen wir es oben am Netzteil. Hier habe ich ja schon beschriftet, die Dimmer muss ich noch und einiges weiteres. So, und hier, wie ihr seht, hier bis 66 haben wir schon in Betrieb und hier dann die 67, hier auch Plus, schließen wir das an. So, schon mal erstmal die Plus komplett fertig. So, und zwar müssen wir jetzt, hier kommen wir jetzt durch. So, und gehen dann hier auf den Plus vom Dimmer. So, und machen uns jetzt schon mal hier zwei Brücken, weil wir wollen ja drei Dimmer, ne, vier Dimmer hat man glaube ich gesagt, ne? Was hat der Markus jetzt wieder gelabert? Eins, zwei, drei, erstmal vier Dimmer, die nacheinander kommen. Machen wir erstmal Brücken fertig. Vier Dimmer gleich drei Brücken, ne? So. Ja, draußen brummen die Bagger und an den Vorhöfen da schön Schlamm rauszubaggern und alles. Drainagen zu neu zu bauen und alles, das ist ja alles voll Schlamm gelaufen. So, Fliegen gibt hier tausende. Jo, Fliege. Die Fliege ist hartnäckig.
So. Und jetzt schließen wir diesmal hier an. Ich hatte irgendwo eine Spitzzange hier. Ja, mal noch die Vereinfachung. Zack. So. Immer dran denken. Der erste ist Plus, der zweite ist Minus. Einmal falsch rum, gleich. Grilling Dimmer. Zumindest war es bei den DMX immer noch so. Habe ich schon mal einen gegrillt. Kam so ein Wölkchen raus. So, und dann gucken, welcher noch dazu gehört. Laut Plan. So. Oh, eine ganze Menge. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, ich glaube, ich beschrifte jetzt erstmal die Dimmer oder ich muss zählen. Ich muss gerade mal gucken. Obwohl es relativ einfach ist, sind die letzten vier Dimmer, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Die letzten vier Dimmer. Das sind dann hier oben die vier. Das sind die letzten vier Dimmer. Weil ich habe ja so gemacht, hier zählen wir vorwärts. Dann kommt die Reihe und dann haben wir hier oben noch vier Stück. Vielleicht die Reihe auch noch voll machen können, aber da machen wir hier oben, wo die Extensions sind, machen wir die gerade mit und fertig. So, bis dahin. Und machen dann wieder Brückis. Das ist so blöd zu schneiden, machen wir hier mit. Und zwar diese vier Dimmer da oben, das ist von der Treppenbeleuchtung, da brauchen wir keine hohe Leistung. Das war eben bei dem Netzteil noch übrig und so habe ich die Netzteile im Prinzip ja aufgeteilt. Dass wir auf jedem Netzteil noch ein bisschen Reserve haben. So, Delle. So, Delle. Nein, so, Delle nicht. So, sind sie alle drauf, die Plusse. So, und jetzt machen wir Minus. Und zwar machen wir das Folgendes. Das habe ich ja damals schon ein bisschen erklärt. Mir geht es jetzt darum, und zwar könnte ich jetzt sagen, ich ziehe einfach ein Minus vom Netzteil hier drauf. Und gehe von da aus dann weiter. Habe ich jetzt auf dem anderen Block, würden ja hier die 10 Ampere über diese Drähte, die habe ich ja mehrere zusammengepackt, weil ich kein 6 Quadrat hatte, eine ganze Menge zusammengepackt, würde das ja erstmal da drüber fließen bis zum nächsten. Deshalb sage ich immer, ich ziehe vom Netzteil aus, das machen wir jetzt mal, ziehen wir mal hier rüber, dass wir dieses Problem nicht haben, dass da Unmengen Strom fließt, weil die Grounds müssen miteinander verbunden sein, dass die Netzteile sich abgleichen, dass überall das gleiche 0 Volt Potenzial herrscht. Schließen wir das erstmal hier drüben an. So, jetzt haben wir auch den Netzteil, haben wir das angeschlossen. So, und jetzt gehen wir erst auf alle Dimmer drauf und dann zum Schluss erst hier drauf. Das heißt, der Ausgleichsstrom, der ja relativ gering ist, den tun wir zum Schluss erst hier drauf führen, damit da drüber nicht viel Strom fließt über diese Klemmen, auch wenn die ziemlich viel ab kann. Aber wenn man natürlich sagt, wir haben natürlich hier 10 Netzteile, insgesamt haben wir hier, wie viel haben wir hier, 16 Netzteile mit 10 Ampere, mit 160 Ampere, das kann durch so eine Klemme und die Verbindung nicht ab, wenn es alles quer laufen würde. Deshalb machen wir jetzt da erst alle Netzteile. Alle Netzteile, alle Dimmer. Und dann ganz zum Schluss gehen wir dann erst auf den GND zum Ausgleichen.
Warum gibt es diesen Ausgleich? Hat eigentlich damit zu tun, 0 Volt ist ja erstmal ein normaler Begriff, 0 ist 0, aber je nachdem, wo die 0 für das Netzteil stehen, ist natürlich immer so ein Thema. Je nachdem, wie die Phasenlage ist, wir haben verschiedene Phasen auf den Netzteilen, verschiedene Spannungsunterschiede. Das heißt, so leichte Unterschiede können da schon mal entstehen, wo genau das 0-Volt-Potenzial ist. Und deshalb gleichen die gegeneinander aus, dass alle das gleiche 0-Volt-Potenzial haben. Ist der häufigste Fehler, der bei so Installationen auftritt, dass die Grounds, also die Minusen, nicht miteinander verbunden sind. Wodurch Störungen, wo Drehgeräte nicht richtig laufen, wo irgendwelche Störungen sind, dass man Dimmer nicht funktioniert und sowas, ist meistens ein Problem, dass die ganzen Grounds nicht miteinander verbunden sind von den ganzen Netzteilen. Betrifft natürlich nur Sachen, die jetzt per Kabel angebunden sind. Jetzt, wir reden nicht von einem Netzteil, was irgendwo in der Decke liegt, was irgendwo mit Funk, mit dem R, den man oder so angesteuert wird, da ist das Problem ja nicht. Weil da ist ja eher das Sendeprotokoll. Sobald ein Datenbus wie hier im Spiel ist, bei den ganzen Netzteilen, muss überall das gleiche Potenzial herrschen. Also über Luft kann man ja schlecht, kann man halt eben das Signal dann über Luft übertragen, über R quasi. Könnten wir auch. Und dann brauchen wir natürlich den Spaß hier nicht zu machen mit dem Verbinden. Nur sobald wir einen Hardwarebus irgendwo haben. Ist aber nicht nur beim Loksbus so oder beim Tribus so, sondern das ist auch bei anderen Bussystemen so. Achso, und wichtig noch, denkt immer dran, dass die Stecker auf so Geräten richtig drauf gesteckt sind. Manchmal nur halb ab, dass nur ein Pin von dem Bus zum Beispiel, das oben nur berührt, gleich Störung. Kann ein Problem auftreten, habe ich schon mal gehabt. Blöd nach Fehler gesucht, aber ein Stecker nicht richtig drauf und da gab es ein Busproblem, weil nur ein Pin natürlich dann gesteckt war und dann hat er ein Busproblem dargestellt. Das ist auch normal, aber das sind so Tücken, die man im Laufe der Zeit so kennenlernt. Ne? So. So, und jetzt habe ich ja gesagt, vom letzten gehen wir dann wieder weiter auf unseren Potentialverteiler. Oder Potentialausgleich, wie man es auch mal nennen mag. Und den werden wir nachher noch auf den PE legen, dass wir aus dem sogenannten Self, Safety Extra Low Voltage, genau. Und da werden wir dann gleich, da werden wir es noch auf PE legen. Hat damit zu tun, weil die Netzwerkbuchse im Miniserver liegt ja auf GND. Das heißt, wir können mal ganz schnell über den Schirm, wenn irgendwo ein falscher Strom fließt, über den Schirm vom Netzwerkkabel zum Netzwerkschrank können wir Strom fließen lassen. Und so ein Schirm hält natürlich nicht viele Amperes aus. Dann ist die Netzwerkbuchse kaputt und der Miniserver natürlich auch. Ne? Weil die Fliegen sind ja halt wieder hartnäckig hier. Ja, die werden auch irgendwann weg sein. Ist ausgefliegt, weil ist der Winter da. Ne? Jetzt müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir ja 230 Volt hier unten, der ganze Spirenzchen, dass wir nicht mit unserem Kabelbaum da irgendwo reinkommen. Dass wir jetzt den Cooler unten mal gerade, oh Mann, Fliege! Junge! So, und jetzt den letzten hier, den legen wir jetzt auf den Ground. Wow. Und zack, bang, bong. Also übrigens ist das, wenn man aus
mir das erden, dann nenne ich das Pelf. Ne? Diese Art, das heißt, dass der Ground geerdet ist. Ne? Dann ist es nicht mehr das volle Safety-Ding, sondern das ist dann eine geerdete Geschichte. Ne? Und dann haben wir das Problem auch mit der Netzwerkgeschichte nicht, weil sonst würde hier oben, kann ich euch mal zeigen, hier oben diese Buchse, über diesen Schirm würde dann Spannung fließen. Außer man baut hier ein Kabel ein, was nicht geschirmt ist, das Stückchen bis zum Netzwerkschrank, dann haben wir das Problem nicht. Ansonsten wie geschirmtes Kabel, Netzwerkschrank gleich sinnvollerweise auf Pelf gehen, finde ich auch generell sicherer. Dass wir alles geerdet haben, ja, ist die Frage, ob man es sicherer betrachten kann, aber dann haben wir zumindest mal ein Erdungspotenzial, wogegen Kurzschluss ausgelöst werden kann. Das heißt, wenn jetzt das Kabel dann gegen der Plus gegen die Montageplatte fallen würde, wäre auch Kurzschluss. Ne? Das wäre sonst nicht der Fall. So, und jetzt schalten wir das Netzteil ein. Das Netzteil ist jetzt an. So, das heißt, jetzt blinken die vier Dimmer und die vier Dimmer. Dann müssen wir da oben jetzt noch einlernen. Dann haben wir die nämlich auch schon mal drin. Das müssen nämlich gleich auch hier grün werden. Dann mache ich update die alles noch. Aber macht ja schön im Hintergrund. So, jetzt blinken die Extensions alle orange. So, und jetzt gleich müssten hier unten die letzten drei auch noch grün werden. Ja, passt. Hier haben wir das Lauflicht, der genau spiegelverkehrt von der anderen Seite laufen. Könnt ihr nachher sehen, sieht ganz cool aus. So, jetzt haben wir die auch drin. So. Und weiter geht's. Dann machen wir da oben die noch, dann geht's weiter.